Okay, wir stehen da vor einem wunderschönen blauen Auto. Die Blue Angels, was ist das und wie kommt es dazu? Ja, die Blue Angels sind die blauen Helfer im Haushalt. So wie es eben die gelben Engel gibt für den Straßenverkehr, gibt es die blauen Engel für den Haushalt. Und wenn man in einer so einer Situation ist, wie es ich einmal war, dass mein Bruder zuzeitig verstorben ist und man steht geschieden da, dann ist das sehr hilfreich, wenn man eine Hilfe hat in der Art und Weise. Und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich habe verschiedene Professionisten angerufen, weil einmal eine Dichtung kaputt war etc. Und da kam es zu, ich sage jetzt einmal, Preisen, die einfach nicht aktuell sind, weil so kleine Arbeiten übernehmen Firmen teilweise ja gar nicht oder wenn, dann zu einem Wucherpreis. Und dafür gibt es die Blue Angel. Wir übernehmen auch kleine Arbeiten im Zusammenhang mit der Blue Angel Mitgliedschaft. Was ist die Blue Angel Mitgliedschaft? Ist ganz klar. Sie sind Mitglied für nur 99 Euro im Jahr. Und wenn Sie ein Problem haben, dann können Sie einfach anrufen. Wir machen auch kleinere Arbeiten wie Vorhangschienen montieren oder so etwas. Also wirklich für jeden. Die erste Hilfe für jeden zu Hause. Und wenn ich ein Glückspilz bin und ich habe mehrere Notfälle im Jahr? Na, das ist auch mit dabei. Also das ist natürlich auch wie beim ÖMTC, kann man das nicht vorhersagen. Und das ist aber in den 99 Euro inkludiert. Und wir sind auch für weitere Zusatzarbeiten gerne bereit. Ist sehr günstig, muss ich dazu sagen. Dann eine Frage, wenn das mir jetzt am Sonntag passiert, ist das auch drin? Ja, wir sind 365 Tage im Jahr vor Ort. Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sind erreichbar. Da höre ich so ein bisschen den sozialen. Ja, den auf jeden Fall. Denn ich muss einmal sagen, wenn man selbst in einer so einer Situation steht, dass man das vielleicht selbst nicht mehr machen kann, muss ich sagen, für 55 Euro in der Stunde gibt es auch bei uns die Zusatzarbeiten, auch von Professionisten. Wenn ich jetzt Mitglied werden will, wie mache ich das? Ganz einfach, Sie wenden sich an Blue Angel, www.blueangel-at. Oder Sie haben auch eine Hotline und es ist gerne jemand für Sie bereit. Und dann normal eine Mitgliedskarte ausfüllen und Sie sind bei der Familie dabei. Na wunderbar, dann steht Ihnen ganz nichts mehr im Weg. Also wenn irgendwas passiert, am besten Mitglied bei Blue Angel werden und dann hoffen, dass man es gar nicht braucht. Ja, genau, das wäre die Idee. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das damals aufgegriffen habe, diesen Verein gibt es wieder seit dem Jänner 2014, muss ich sagen, haben wir sehr großen Zuspruch. Wir haben jedes Monat wieder neue Mitglieder dazu und das freut mich, dass die Familie anwächst. Und da muss man auch sagen, ich danke den Herrn Thomas Lang, das ist der geniale Erfinder der Blue Angel. Und ich habe natürlich diese Idee, wie ich sie gehört habe, weitergeführt. Ich mache das Ganze ehrenamtlich, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, einen Retter in der Not zu haben. Immer wieder. Ist alles klar. Na, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke vielmals. Jetzt sind wir in einer bequemen Atmosphäre draußen. Ja, der Kaffee und Kuchen, den wir genau auf der Kamera haben, aber immerhin. Ist ja egal, weil wir wissen, dass er da ist. Ja. Jetzt geht es ums Marketing von Blue Angel. Was tut sie da? Ich muss ein bisschen zurückgreifen mit der ganzen, mit dem Ablauf der Geschehnisse. Ich meine, der Thomas Lang und ich kennen uns schon seit einiger Zeit, nicht wirklich zu hinterfragen, wo wir uns getroffen haben, so wie Bekanntschaften im Entstehen auf der Straße sozusagen. Und es ist ja auch ein logischer Ablauf. Ich meine, diese Institution, sage ich mal inzwischen, wie sie geworden ist, hat einmal insofern an Bedeutung gewonnen, dass die Idee, die umgesetzt wurde, eine gute ist. Im Marketing ist es natürlich bekannt, irgendwann einmal stößt man auf seine eigenen Grenzen. Das heißt, das Schlimmste, was ein Unternehmer tun kann, ist, dass er glaubt, er ist zugleich der Unternehmer an sich und der Verkäufer auch. Unzählige Beispiele auch von großen Firmen haben gezeigt, dass das nicht wirklich funktioniert. Nachdem ich schon jetzt eine gewisse Zeit lang, nämlich an die 25 Jahre im Marketing tätig bin, war es eigentlich naheliegend, dass der Thomas Lang mit seinen Mitarbeitern und ich ein Konsortium, eine Zusammenarbeit eingehen auf eine gewisse Zeit, wobei das Hauptaugenmerk unserer Marketing oder ich sage jetzt einmal ganz selbstbewusst meiner eigenen Marketingstrategie
eine solche ist, dass man, um Erfolg zu haben im Marketing, im Unternehmerischen, ganz einfach aus der Masse hervorstechen muss, wie man so landläufig sagt. Der Mensch ist ein Herdentier, das einerseits eine gute Geschichte ist. Das heißt, wenn man ein Alpha-Tier ist, wird es einem gelingen, Menschen, Kunden zu finden. Die positive Seite, oder die negative Seite, besser gesagt, im Marketing ist, wenn man sich in einer Schwarmbildung mit seinem Produkt präsentiert, wo in Wahrheit niemand auf einen aufmerksam wird. Das ist eigentlich ein Geheimnis, was nicht wirklich mein Geheimnis ist, sondern ganz einfach das Geheimnis des Marketings. Und wir werden in Zukunft einige Dinge zu Wege bringen und wie wir hoffen oder ganz einfach glauben, auch wir wieder zueinander finden und ein Gespräch wieder führen, wenn die nächste Stufe des Erfolgs von Blue Angel greifbar ist. Es ist ganz klar, man kann also lange Reden halten über Dinge, die noch nicht passiert sind. Mir persönlich ist es lieber, meinen Marketing-Erfolg, unseren Erfolg so zu präsentieren, dass es ein gemeinschaftlicher Erfolg ist und dass es etwas greifbar ist und dass so quasi eure Hörer und Seher und wir selbst einen Erfolg insofern verbuchen, dass wir bemerkt werden. Klar, kann man da sagen, gibt's da, ist das ein langfristig, mittelfristiges Konzept? Es ist natürlich ein mittelfristiges Konzept. Langfristige Konzepte sind eigentlich dazu da, dass sie gewissen Vereinen und gewissen Institutionen etwas bringen, wo man sagt, der Enderfolg ist nicht so wichtig. Bei uns ist es so, wir müssen eigentlich einen mittelfristigen Erfolg anstreben, weil, wie im Marketing bekannt, gerät in Vergessenheit. Es ist ja nicht von irgendwoher, dass heute Marken wie Red Bull, Coca-Cola und andere nach wie vor Werbung machen, wo sich der normale Konsument fragt, warum macht er eigentlich Werbung? 97,4% kennen Coca-Cola, 93,4% kennen den Red Bull. Das ist, du musst heute auch als Platzhirsch, wenn man das so nennen kann, immer präsent sein. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Geschäftserfolg zu tun, sondern das hat einfach mit einer gewissen Präsenz zu tun. Darum ist unsere, um auf die Frage hinzugehen und beziehungsweise zu beantworten, unser Konzept einfach mittelfristig. Es ist ein gewisser Relaunch. Die Firma Blue Angel existiert ja nicht seit gestern, sondern auch nicht seit vorgestern, sondern schon länger. Und es war ganz einfach logisch, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen gewissen Plafond erreicht und man möchte jetzt mehr. Ja, der Erfolg gibt uns recht. Ganz einfach. Jetzt geht's darum, das Ganze in professionelle Bahnen zu lenken. Ich glaube zumindest mit 25 und mehr Jahren Erfahrung im Marketing dazu beitragen zu können. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sind. Ja, Marketing allein bringt nichts. Ein guter Unternehmer allein bringt nichts. Und wir hoffen, das Paket zu finden, das Paket zu schnüren und zufriedene Kunden zu finden. Na, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Und wenn wir das nächste Mal dann da wieder sitzen, dann können wir schon über den Erfolg reden. Ja, würde mich freuen. Dankeschön.